Bist du jetzt der Bestimmer von Tölz? Das hat mich vor einigen Tagen ein Kind gefragt. Und nein, der Bürgermeister ist natürlich nicht der alleinige Bestimmer der Stadt. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, man sieht ein ganz gutes Beispiel hinter mir, das ist das Taubenloch. Da hat der Stadtrat letztes Jahr beschlossen, dass dort die Isarstufen hinkommen. Und der Bauausschuss hat auch letztes Jahr entschieden, dass dort die Stellplätze wegkommen. Ich habe damals als einer von dreien dagegen gestimmt. Ich wollte die Stellplätze auf jeden Fall erhalten und finde es auch falsch, dass sie wegkommen. Habe mich dafür eingesetzt und habe keine Mehrheit gefunden. Aber das ist Demokratie. Ich bin unterlegen als Stadtrat und habe diese Entscheidung zu akzeptieren. Alles andere wäre undemokratisch. Und jetzt hatten viele die Hoffnung, wenn ich jetzt Bürgermeister bin, dass dann die Bagger nicht rollen. Zum einen ist es gut, dass die Bagger rollen, weil wir mit dem Taubenloch echt was Positives schaffen mit den Isarstufen, was viele nutzen werden. Aber ich finde es auch schade im Hinblick auf die Stellplätze. Da kann ich jetzt aber nicht mehr nachtarocken. Und einfach die Bagger jetzt wieder abzuziehen und eine Baustelle zu beenden oder einschränken, das kann ein Bürgermeister nicht. Das wäre zum einen rechtswidrig, weil er hat die Beschlüsse des Stadtrats umzusetzen. Und zum anderen wird es auch riesen Schadenersatzansprüche geben, weil auch die Verträge mit den Baufirmen inzwischen geschlossen sind und die kann ich nicht einseitig aufkündigen, kann nicht einfach vertragsbrüchig werden. Und deswegen werde auch ich jetzt akzeptieren müssen, dass dort künftig weniger Stellplätze sind als jetzt, auch wenn ich die Entscheidung nicht teile und anders abgestimmt habe. Aber so ist Demokratie. Und jetzt hilft nichts, den Punkt werde ich akzeptieren, aber ich freue mich auf die Isarstufen, die dem Jahr kommen, weil sie echt eine Aufwertung des rechten Isarufers sein werden. Und ich denke, dass viele von uns nochmal das sehr nutzen werden und auch in der Abendsonne oder wann auch immer dort die Isar genießen werden, als der Fluss, der unsere Stadt so prägt. Und ich hoffe, ihr habt viel Freude dran. Macht das gut.